einen schönen guten Tag an einem warmen Sommertag in Berlin, an dem viele nicht so richtig wissen, wie warm die Wintertage in den heimischen Wohnungen werden. Das könnte der perfekte Moment für eine linke Partei und ihre Themen sein, aber noch lieber als gegen Armut, Ungerechtigkeit, Krieg, Neoliberale und das Patriarchat kämpfen die Genossinnen und Genossen gegen andere Genossinnen und Genossen, die vielleicht nicht hundertprozentig in allen Fragen exakt ihrer Meinung sind. Und diesen zerstrittenen Haufen soll er jetzt als neuer Parteichef zusammenführen. Willkommen, Martin Schirdewan. Guten Tag. Herr Schirdewan, es ist nicht selbstverständlich, dass wir hier jetzt stehen, nicht nur, weil Sie erst vor ein paar Wochen in das Amt gewählt worden sind. Ich gebe Ihnen mal ein Foto. Diese drei, das sind diejenigen, die mit einem linken Direktmandat in den Bundestag eingezogen sind. Ohne die wäre die Linke nicht in Fraktionsstärke, sondern aus dem Bundestag rausgeflogen. Dann hätte ich sozusagen heute kein Foto für Sie. Wie dankbar sind Sie den dreien, dass Sie das Desaster verhindert haben? Ja, den dreien gilt natürlich besonderer Dank, dass Sie Ihre Wahlkreise gewonnen haben. Klar, das Ergebnis bei den Bundestagswahlen war nicht das, was wir uns erhofft, auch das, was wir uns versprochen hatten tatsächlich. Und wir müssen sehr genau analysieren und tun das auch, woran das lag. Aber den dreien gebührt ebenso wie den Wählerinnen und Wählern und allen engagierten Wahlkämpfern insbesondere Dank. Das zweite Foto, was ich habe, verbinde ich mit einer ganz einfachen Frage. Ist dieser Mann ein Linker? Nein, ganz klar nein. Die Frage werden wir noch etwas ausführlicher diskutieren und das machen wir jetzt im ARD-Sommerinterview mit Martin Schirdewan. Herr Schirdewan, die Welt in Unordnung und die Linke in einer existenziellen Krise. Wie soll es da gelingen, dass ein in weiten Teilen der Bevölkerung und auch der Linken ziemlich unbekannter Mann das alles retten soll? Naja, in der Tat befindet sich die Partei in einer schwierigen Situation. Das Bundestagswahlergebnis, das wir gerade schon angesprochen hatten, war nicht das, was wir uns erhofft hatten. Und trotzdem glaube ich, dass es uns gelingt, indem wir unsere Hausaufgaben erledigen, unsere internen Probleme zuallererst regeln, aber vor allem auch unsere Kernthemen wieder in den Blick nehmen, in den Fokus. Und das ist ganz klar im Moment die auf uns zurollende Welle von Energiearmut, die da droht, die die Bevölkerung umtreibt. Und wir werden genau die richtigen Themen in dieser Situation setzen, nämlich den Kampf gegen Energiearmut, für eine gerechte Verteilung der Lasten, die da anstehen in der Energiekrise, für einen Mietendeckel, einen bundesweiten, und auch für entsprechende Preisregulierung bei den Nahrungsmitteln, damit die Leute am Ende des Monats noch genug zu essen haben. Diese Themen werden aber verdeckt von Diskussionen, die prominentere Mitglieder Ihrer Partei, ich nenne jetzt Sarah Wagenknecht und andere, anzetteln. Und Sie haben nicht nur Sie, sondern auch Ihre Vorgänger immer wieder versucht, diese Mitglieder der Partei auf Parteilinie zu bringen, ohne Erfolg. Wie soll Ihnen das gelingen? Naja, der Parteitag hat ja erstmal, der kürzlich stattgefunden hat, an dem ich mit Janine Wissler gemeinsam an die Spitze der Partei gewählt wurde, klare Entscheidungen in zentralen Fragen auch der gegenwärtigen politischen Diskussion gefällt. Zum Beispiel unser Verhältnis zu Russland geklärt, aber auch ein ganz klares Signal für den sozial-ökologischen Umbau gesendet. Und das sind die Themen, die wir auch geschlossen vertreten. Das funktioniert gut. Die Parteispitze, die Fraktionsspitze, wir arbeiten sehr gut zusammen. Wir stimmen uns ab. Und auch wenn kurzfristig Themen aufpoppen, dann stimmen wir uns kurzfristig ab. Wir haben einen guten Draht zueinander. Und wenn dann andere an der einen oder anderen Stelle noch mal eine auch abweichende Position von den Parteitagsbeschlüssen vertreten, dann glaube ich, ist das eigentlich nur ein Spiegelbild der Diskussion, die auch in der Gesellschaft stattfinden. Auch da wird breit diskutiert, wie man im Moment auf den Angriffskrieg Russlands zum Beispiel reagieren sollte, richtigerweise reagieren muss auch an dieser Stelle. Und das sind Diskussionen, die natürlich spiegelbildlich bei uns in der Partei auch stattfinden. Es sind bloß eben relativ viele Menschen und da sind Sarah Wagenknecht und zum Beispiel auch Klaus Ernst nur ein Beispiel, wo viele Stimmen durcheinander zu hören sind. Und da ist die Linke eine Partei, bei denen sich die Probleme so ein bisschen so anfühlen, als wäre das eine Tasse, die unaufhaltsam Richtung Steinfußboden unterwegs ist und vielleicht sogar da schon aufgeschlagen ist. Martin Schirdewan soll jetzt die Scherben zusammenführen und ist möglicherweise dabei zu merken, dass die Tasse vielleicht nie wieder ganz wird. Entweder wir retten unsere Partei oder wir versinken in Bedeutungslosigkeit. Der Grad bei uns beiden von Schnauze voll ist relativ hoch.
Es geht um nichts weniger als um die Existenz der Partei Die Linke. Eine Partei im Zerfall. Katastrophale Wahlniederlagen. Eine Parteivorsitzende schmeißt hin. Streit. Parteitag Ende Juni in Erfurt. Es muss sich etwas bewegen. Schnell. So, jetzt bin ich ein bisschen gerannt, ein bisschen außer Atem, entschuldigt. Gerade noch rechtzeitig für seine Bewerbungsrede als Parteivorsitzender. Martin Schirdewan unter Zeit- und Handlungsdruck, denn einige auch in der Partei glauben, für die Linke sei es zu spät. Die Leute brauchen nämlich keine Partei, die sich ständig orientierungslos im Streit mit sich selbst versenkt. Wir müssen endlich wieder eine Kultur des Miteinander und der Gemeinsamkeit entwickeln. Dann die Abstimmung. Martin Schirdewan und Janine Wissler werden das neue Führungsduo. Großartig. Es war eine Freude, dass die Delegierten uns das Vertrauen geschenkt haben. Von großartig sind die Abstimmungsergebnisse allerdings weit entfernt. Er 61, sie 57%. Und wieder die Forderung nach mehr Einigkeit in der Zukunft. Lasst uns nachsichtiger miteinander sein. Lasst uns aufhören, uns in sozialen Medien Dinge vorzuwerfen. Und Fehler. Ein Appell, der schnell verhallt. Hallo. Sarah Wagenknecht meldet sich nur wenig später auf ihrem YouTube-Kanal, der mehr als 500.000 Abonnenten hat. In einem Video geht es um den, wie sie sagt, Wirtschaftskrieg gegen Russland. Das kommt von uns. Wir selbst haben angefangen. Wir müssen die Sanktionen gegen Russland beenden. Sanktionen komplett abschaffen. Mit dieser Forderung waren Wagenknecht und ihre Unterstützer auf dem Parteitag noch gescheitert. Nun treten sie nach. Zum Beispiel Klaus Ernst, Vorsitzender des Energieausschusses im Bundestag, fordert die Gaspipeline Nord Stream 2 doch in Betrieb zu nehmen. Die Aufregung um das Interview groß, das nicht in der Klarstellung von linken Fraktionschef Bartsch auch. Die Außenpolitik, bei keinem anderen Thema ist die Linke mehr entzweit. Der Krieg gegen die Ukraine ist ein Brennglas. Da sind die einen. Offenbar verhaftet in alten Zeiten. Wenn heute viele ältere Menschen vor allen Dingen noch gucken, ob das unsere Sowjetunion ist, dann sage ich immer, nein, das ist keine unsere Sowjetunion mehr, sondern es ist einfach ein ganz normales imperialistisches Land geworden, wie England, wie Deutschland, wie alle anderen europäischen Länder auch. Und dann gibt es andere, die fordern, sich klarer zu positionieren. Es wird gesprochen von Frieden und Friedenspartei. Frieden kommt aber nicht, wenn man die Leute sterben lässt. Frieden kommt nicht von Panzer umarmen. Seid euch im Klaren darüber, dass dieser Putin kein Linker ist und keiner, der für linke Bewegungen ist. Dass das ein Autokrat ist. Die Parteivorsitzenden sind nun gefragt, scheinbar Unmögliches möglich zu machen und die Linke zu einen. Herr Schirdewan, Sie haben gesagt, dass diese vielen Stimmen, Vielstimmigkeit in der Partei auch ein Ausdruck von Lebendigkeit ist. Wenn man aber zum Beispiel in dieser Woche Sarah Wagenknecht liest, die twitterte, dass wir einen wahnsinnigen Krieg gegen Russland, ist ein Zitat, führen. Und weder von Ihnen noch von Ihrer Co-Vorsitzenden Wissler hören wir, die Sarah hat sie nicht mehr alle, die muss sofort mit dem Blödsinn aufhören, sonst schmeißen wir die raus. Das wäre ja auch kein adäquater Umgang miteinander. Natürlich gibt es Differenzen, inhaltliche Differenzen in der Partei. Aber ich würde jetzt auch mal an dieser Stelle festhalten wollen, dass Twitter natürlich nicht das Gremium in einer Partei ist, das politische Entscheidungen fällt. Das ist immer noch der Parteitag. Und der Parteitag hat das auch sehr klar gemacht an dieser Stelle. Wir lehnen den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands ohne Wenn und Aber und mit aller Entschiedenheit ab. Und genauso stehen wir auch solidarisch an der Seite der ukrainischen Zivilbevölkerung der Ukraine, die diesen Angriffskrieg erleiden muss. Und das ist auch überhaupt gar kein Diskussionsgegenstand in der Partei. Sarah Wagenknecht hat ja den Tweet dann später auch nochmal korrigiert und entsprechend sich auch geäußert. Also von daher würde ich Twitter mal Twitter sein lassen und Parteientwicklung und strategische und politische Entwicklung einer Partei auch da belassen, wo sie hingehört, nämlich zu der Parteispitze in enger Zusammenarbeit mit den Fraktionsvorsitzenden und mit anderen Funktionärinnen und Funktionären in der Partei. Jetzt ist das aber kein Einzelfall gewesen. Wie oft können Sie sich das gefallen lassen, ohne dass Sie mal hingehen müssen und ein ernstes Wort sprechen müssen mit solchen Leuten? Es ist ja auch nicht nur Sarah Wagenknecht.
Wie gesagt, es gab eine Korrektur in dieser Aussage, die inhaltlich auch falsch ist an dieser Stelle, das will ich auch sagen. Aber die ganze Aufregung, die dann dadurch auch hervorgerufen wird, die halte ich ebenso in Ansätzen für falsch, weil das zu nichts führt an dieser Stelle. Wir diskutieren unsere Position dort, wo es hingehört, im Parteivorstand, auf dem Parteitag werden entsprechende Entscheidungen gefällt und die werden dann auch geschlossen nach außen vertreten. Und natürlich braucht es auch Sanktionen, um diesen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, um Putin zum Einlenken zu bewegen. Also ein Parteiausschluss von Sarah Wagenknecht ist kein Thema. Warum sollte das wegen eines Tweets ein Thema sein? Vielleicht auch eine grundsätzliche Frage. Sie haben den Parteitag jetzt mehrmals erwähnt. Sie haben über vieles diskutiert. Worüber Sie nicht diskutiert haben, ist über Ihr Parteiprogramm, in dem steht, und da möchte ich jetzt noch mal zitieren, die NATO soll ersetzt werden durch ein Sicherheitssystem unter Beteiligung Russlands. Das steht da so immer noch drin. Ist das in der jetzigen Zeit überhaupt noch denkbar, ein solches System unter Beteiligung Russlands? Der Parteitag hat einen klaren Auftrag an die Partei gegeben, auch an die Parteiführung, diesen Gedanken mit Leben zu füllen, was ein kollektives Sicherheitssystem jetzt eigentlich sein kann unter den Bedingungen eines völkerrechtswidrigen Angriffskrieges auf europäischem Boden. Und natürlich hat das Regime von Wladimir Putin mit diesem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg die Frage aufgeworfen, ob eine Zukunft, ob ein Sicherheitssystem, ein kollektives unter Einbeziehung Russlands überhaupt noch möglich ist. Ich glaube, dass wir darüber nachdenken müssen, wie Frieden gesichert werden kann mit zivilen Mitteln, wie wir die Militärlogik, die derzeit alles dominiert, auch in der Bundesrepublik, überwinden können. Wie wir darüber nachdenken können, tatsächlich eine Friedensordnung zu schaffen, die auf internationalem Recht basiert, auf Völkerrecht, wie wir zu Abrüstung, ja, indem zum Beispiel die entsprechenden Institutionen gestärkt werden. Die Vereinten Nationen haben jetzt sehr erfolgreich im Übrigen ein sogenanntes Getreideabkommen verhandelt zwischen den Konfliktparteien. Diplomatie wirkt, Diplomatie funktioniert und wir müssen jetzt mit Hilfe der Diplomatie auch darauf drängen, dass eben zivile Konfliktlösungsmechanismen zur Anwendung gebracht werden. Vor allem die Vereinten Nationen sehe ich da in der Verantwortung, um diesen Konflikt friedlich beizulegen. Würden Sie denn den Satz so unterschreiben, dass Wladimir Putins Russland der Alleinschuldige an diesem Krieg ist? Ich würde sagen, dass Wladimir Putin die alleinige Verantwortung und seine Entscheidung die alleinige Verantwortung trägt für diesen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Natürlich hat jeder Konflikt in der Geschichte der Menschheit auch eine Vorgeschichte, aber keine Vorgeschichte rechtfertigt in irgendeiner Art und Weise, dass ein Regime sich entscheidet, tausende Zivilistinnen und Zivilisten brutal ums Leben zu bringen, zu ermorden. Dafür gibt es keine Rechtfertigung. Wie erklären Sie sich, dass trotzdem so viele Leute in Ihrer Partei der Meinung sind, die NATO, die USA, der Westen sei mitschuldig? Ich habe ja gerade gesagt, jeder Konflikt in der Geschichte der Menschheit hat natürlich eine Vorgeschichte. Alles andere wäre ja auch naiv zu behaupten an dieser Stelle. Aber auch die Geschichte, die Genese der Ostausdehnung der NATO rechtfertigt diesen Angriffskrieg nicht. Und da ist die Partei ganz eindeutig, da sind wir ganz klar. Und wir ringen jetzt darum und wir machen es uns da auch nicht einfach, Herr Kör, das muss ich an dieser Stelle sagen, wie eine zivile Konfliktlösung aussehen kann, die aus der Militärlogik ausbricht. Und was mich wirklich in der derzeitigen politischen Debatte in Deutschland massiv stört, ist, dass diejenigen, die auf Diplomatie setzen, die sagen, wir brauchen eine politische Lösung, die gleichzeitig aber auch bereit sind, ökonomischen Druck in Form von Sanktionen auf Russland auszuüben, die humanitäre Hilfe walten lassen wollen oder die, wie wir als einzige Partei im Übrigen in Deutschland, auch einen Schuldenschnitt für die Ukraine fordern, damit die Ukraine in Kriegszeit noch ihre Renten und Löhne zahlen kann, dass die eine Welle auch der Verächtlichmachung teilweise erfahren, als naive Pazifistinnen und Pazifisten gescholten werden an der Stelle oder zum Beispiel als Putin-Versteher, das sind wir nicht. Wir denken einfach darüber nach, wie man aus der Militärlogik ausbrechen kann, weil in dieser Militärlogik ein ungeheures Eskalationspotenzial besteht. Und es muss mit jeder nur erdenklichen Möglichkeit darüber nachgedacht werden und jede politische Möglichkeit genutzt werden, dass dieser Krieg friedlich zu Ende gebracht wird, und zwar so schnell wie möglich. Da sind Sanktionen aus Ihrer Sicht also nicht der richtige Weg. Wie stellen Sie sich dann doch eine Lösung vor? Mit Putin selber sprechen? Wer soll das tun? Na, zunächst reden ja verschiedene, zum Beispiel Politikerinnen und Politiker aus unseren Nachbarländern, also Macron, der französische Präsident, telefoniert mit Putin, Nehammer, der österreichische Bundeskanzler, war vor kurzem in Moskau. Also das ist schon auch eine Aufgabe für europäische Politik und deren Vertreterinnen und Vertreter, mit Putin zu reden. Wie will man denn, wenn nicht im Dialog, Diplomatie überhaupt entfalten? Und eine Sache muss ich korrigieren. Die Partei hat sich klar und auch ich klar für Sanktionen ausgesprochen. Und zwar
für Sanktionen gegen Wladimir Putin und seinen Machtapparat, für die Oligarchen, die dieses Land fest im Griff haben und die natürlich eine entscheidende Verantwortung auch für diesen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg tragen. Und wir wollen, dass der innere Machtzirkel durch Sanktionen erschüttert wird, um dort einen Kurswechsel herbeizuführen. Und wir sprechen uns auch ganz klar für Sanktionen gegen den militärischen Komplex aus, für das, was die militärische Angriffsfähigkeit Russlands befördert und befähigt. Da muss natürlich ein starkes Sanktionsregime herrschen. Es dürfen keine militärischen Güter geliefert werden. Es dürfen keine sogenannten Dual-Use-Güter geliefert werden, die auch für militärische Zwecke genutzt werden können. Da sind wir ganz eindeutig. Aber wo wir uns unterscheiden und wo in der deutschen Gesellschaft eine breite Debatte herrscht, ist die Frage, inwieweit Sanktionen bezüglich der Energieversorgung sinnvoll sind. Und die Grünen und auch die FDP haben am Anfang des Ausbruchs dieses Krieges massiv gefordert, dass es ein Gasembargo geben soll. Ich bin froh, dass diese Stimmen versiegt sind, weil im Moment ein Gasembargo uns hier in Deutschland den Stecker ziehen würde und zu einer massiven wirtschaftlichen Krise führte, mit entsprechend einer sozialen Katastrophe, die sich anschließt. Aber es ist ja jetzt so, Sie haben ja gesagt, Gasembargo wäre etwas Schlechtes. Trotzdem wird es jetzt ja so sein, dass die Gaspreise hier extrem ansteigen, dass die Bevölkerung im kommenden Winter mutmaßlich die Auswirkungen dieses Krieges sehr deutlich zu spüren bekommt. Ihre Partei hat einen heißen Herbst auf der Straße angekündigt. Wie können wir uns das vorstellen? Naja, stellen Sie sich, wenn ich das bildlich fassen kann, Folgendes vor. Wir, glaube ich, laufen im Moment als Gesellschaft in einen perfekten Sturm. Das heißt, wir haben eine Bundesregierung, die entweder handlungsunwillig ist, wenn es um die gerechte Verteilung der Lasten der zu erwartenden Krise sich handelt, zum Beispiel in Form einer Übergewinnsteuer. Ein FDP-Finanzminister, der sich weigert, sich mit den Großen und Mächtigen anzulegen und die Krisengewinner zur Kasse zu ziehen und damit die Möglichkeiten zu schaffen, die Folgen auch sozial gerecht abzufordern. Im Übrigen auch der Bundeskanzler steht da auf der Bremse und ich verstehe das überhaupt nicht. Die Kosten der zu erwartenden Krise werden einseitig auf die Bevölkerungsmehrheit umgelegt, ohne aber die Krisengewinner gleichzeitig zur Kasse zu bitten. Jetzt haben Sie eine Übergewinnsteuer angesprochen. Wie stellen Sie sich die denn vor? Ab wann soll die greifen? Bei wem soll die greifen? Naja, um es dem Bundeskanzler einfacher zu machen an der Stelle und auch seinem Finanzminister, gucken wir einfach mal, was die Sozialdemokraten in Österreich jetzt jüngst vorgeschlagen haben. Die bilden, der Vorschlag dort lautet, dass man sich die Gewinne der großen Energiemultis und Ölkonzerne ansieht der letzten drei Jahre, dort einen Durchschnittswert bildet und alles, was 10% über diesem Durchschnittswert der letzten drei Jahre liegt, wird 100% abgeschöpft als Übergewinnsteuer und dem Staat zur Verfügung gestellt und damit werden dann entsprechende sozialpolitische Maßnahmen finanziert, die diese Krise zumindest in ihren negativen Auswirkungen für einen Gutteil der Bevölkerung dann abfedern können oder abmildern können. Das ist plausibel, das ist einfach umzusetzen und ich verlange von dieser Bundesregierung, dass sie endlich auch die Krisengewinner zur Kasse bittet. Es ist unmöglich, aber kurz zurück zum perfekten Sturm. Wir haben also eine handlungsunwillige oder handlungsunfähige Bundesregierung. Wir haben eine drohende soziale Katastrophe mit einer gewaltigen Welle von Energiearmut, die auf das Land zurollt, die gleichzeitig aber auch mit der Inflation dazu führt, dass die Leute sich die Nahrungsmittel nicht mehr leisten können, dass die Mieten immer weiter steigen, also Indexmieten, Stichwort. Und wir haben eine extreme Rechte, die jetzt schon anfängt zu mobilisieren. Das heißt aber nicht, dass die soziale Frage beantworten, sondern ganz im Gegenteil, dass die einfach ihr antidemokratisches Programm durchziehen wollen. Wir haben also neben der sozialen Krise auch die Gefahr, dass wir in eine manifeste Krise der Demokratie hineinlaufen. Jetzt sagen Sie, dass Sie Vorschläge haben, wie zum Beispiel eine Übergewinnsteuer aussieht. Sie kritisieren die Regierung. Ja. Eigentlich müsste in dieser Zeit die Linke bei Wahlen durch die Decke gehen. Wenn man sich die Wahlergebnisse der letzten Landtagswahlen, die alle nach Beginn des Krieges stattgefunden haben, anguckt, dann sind sie bei 2,1%, bei 1,7%, bei 2,6% gelandet. Wieso interessiert sich keiner mehr für ihre politischen Ideen? Naja, soweit würde ich an der Stelle nicht gehen. Die Landtagswahlergebnisse waren für uns enttäuschend. Das Bundestagswahlergebnis war auch eine Enttäuschung. Und wir sind gerade in einer schwierigen Phase. Aber indem wir für einen heißen Herbst der Proteste gegen die soziale Kälte der Bundesregierung mobilisieren, werden wir auch unsere Kernthemen wieder in den Vordergrund stellen. Und ich lade alle ein, die Mieterinnenbewegung, die mit uns gemeinsam für ein Mietenmoratorium kämpft, die für einen bundesweiten Mietendeckel kämpft, die Klimabewegung, die genau wie wir befürchten, dass es einen Rollback in der Atomenergiefrage gibt, die genau wie wir für eine beschleunigte Energiewende streiten. Ich lade auch die Sozialverbände ein, die wie wir gemeinsam
für die Interessen der Schwächsten und Ärmsten der Gesellschaft kämpfen. Und ich lade die Gewerkschaften ein und alle, die ein progressives linkes Programm verfolgen, deren Herz auf der richtigen Stelle, auf dem richtigen Fleck schlägt, mit uns gemeinsam im Herbst auf die Straßen zu mobilisieren, Druck auszuüben, auch Druck vor die Konzernzentralen zu bringen und wenn es sein muss, auch vor die Paläste der Konzerne, der Krisengewinner zu ziehen, um den politischen Druck zu erhöhen in diesem heißen Herbst, den politischen Druck auf die Bundesregierung zu erhöhen, damit dort endlich ein Umsteuern einsetzt, um die sozialpolitischen Fragen wieder in den Fokus auch der Krisenantwort dieser Politik der Bundesregierung zu rücken. Nach diesem langen Aufruf, jetzt probieren wir es mal mit kurzen Antworten. Wir machen eine Schnellfragerunde, möglichst kurze Antworten, möglichst viele in kurzer Zeit. Herr Schirdewan, ist es gut, dass Gerhard Schröder den Kontakt nach Moskau hält? Ich finde, Gerhard Schröder ist mittlerweile eine tragische Figur und andere müssen den Kontakt nach Moskau halten, nicht er. Klaus Ernst fährt Porsche, was fahren Sie? Öffentliche Verkehrsmittel. Gendern oder nicht gendern? Für mich total okay, dass es eine inklusive, geschlechtergerechte Sprache gibt. Brauchen wir eine europäische Armee? Wir brauchen einen neuen Gedanken einer europäischen kollektiven Sicherheit und wir werden diesen Gedanken, diese Diskussion in der Gesellschaft zu führen haben. Gehören Sie zur Mittelschicht? Nach meinem Einkommen bestimmt, aber mein Herz schlägt immer noch für diejenigen, die die Gesellschaft von unten betrachten müssen und für deren Interessen setze ich mich ein. War die DDR ein Unrechtsstaat? Die DDR war ein legitimer Versuch, einen demokratischen Sozialismus zu errichten und ist an ihrem Demokratiemangel gescheitert. Und mehr muss ich an dieser Stelle dazu nicht sagen. Dann stelle ich noch zwei Fragen, obwohl die Minute Schnellfragerunde vorbei ist, die mich persönlich interessieren. Wo sind die SED-Millionen? Weiß ich jetzt gar nicht. Gibt's die überhaupt? Die Frage ist so auch schon mal als Gegenfrage gestellt worden. Und in welchem Land dieser Welt funktioniert Sozialismus? Ja, wir erleben ganz positive Beispiele, gerade in Chile und jetzt auch mit einer sozialistischen Regierung in Kolumbien. Und ich bin mir sicher, dass wir in naher Zukunft über demokratischen Sozialismus auch als ein Erfolgsmodell für gesellschaftliche Entwicklung reden werden. Jetzt sind Sie in die Bonuszone gegangen, was die Schnellfragerunde angeht. Jetzt können Sie sich einen Moment zurücklehnen und zuhören, was andere sagen. Es geht um Ihre Partei, Die Linke, der Sie eben zugerufen haben. Wir dürfen uns nicht mit uns selbst beschäftigen, sondern mit den Problemen der Menschen. Schauen Sie mal, was Führungskräfte der Linken in den vergangenen Jahren dazu gesagt haben. Wenn ihr euch heftig streitet über die Politik unserer Partei, liebe Genossinnen und Genossen, dann stellt euch die Frage, was ist eigentlich der Kern der Auseinandersetzung? Ist es unser Hauptziel oder kommen wir gerade vom Wege ab? Und erwarte ich von einer Partei Geschlossenheit und Solidarität, auch mit der eigenen Führung, liebe Genossinnen und Genossen. In unserer Fraktion im Bundestag herrscht auch Hass. Und Hass ist nicht zu leiden. Seit Jahren versuche ich, die unterschiedlichen Teile zusammenzuführen. Ich bin es leid. Diese Linke hat nicht das Recht, sich mit sich selber zu beschäftigen, sondern wir müssen den anderen in den Arsch treten. Ja, das Problem scheint nicht akut, sondern chronisch zu sein. Wie wollen Sie das in den Griff kriegen, dass sich diese Partei mit sich selbst beschäftigt und nicht an die Wähler denkt? Naja, Bodo Ramelow hat ja die Richtung gerade vorgegeben. Ich will jetzt da an dieser Stelle nicht im Bild bleiben, aber ich glaube, wir müssen den anderen in den Arsch treten angesichts der wirklich existenziellen Krise, die auf Millionen von Deutschen zurollt. Und es ist einfach keine Zeit für Selbstbeschäftigung. Es ist einfach keine Zeit in unserer Partei, sich ständig miteinander zu streiten, sondern es ist Zeit, ganz klar die Politik der Bundesregierung an dieser Stelle herauszufordern. Und was wollen Sie machen, was die anderen nicht hingekriegt haben? Ja, ich gehe doch mit einem klaren politischen Kurs voran und im Übrigen kann man natürlich Probleme, die sich auch über die Zeit entwickelt haben, nicht von heute auf morgen und mit Twitter-Hektik lösen an dieser Stelle. Und ich will davon auch abraten, Parteientwicklung hat natürlich, dem liegt natürlich ein strategisches Ziel zugrunde und der Parteitag hat sich für ein strategisches Ziel ausgesprochen, dass die Linke zu einer modernen Gerechtigkeitspartei entwickelt wird. Und dafür hat der Parteitag dem neu gewählten Parteivorstand das Vertrauen ausgesprochen, mit ruhiger Hand und auch mit kühlem Blick und vor allem mit klarem Kopf ausgerichtet auf
sozusagen das strategische Ziel. Werden wir das auch erreichen? Wir werden unsere internen Konflikte natürlich, die es gibt, wie in jeder Partei auch, intern klären und intern lösen. Aber jetzt gilt es erstmal, die Bundesregierung herauszufordern und endlich zum Beispiel für einen Gaspreisdeckel zu kämpfen, endlich für ein Mietenmoratorium zu kämpfen und für ein Verbot von Gas- und Stromsperren. Jetzt haben Sie drei Themen genannt, die Wählerinnen und Wähler von Ihnen wollen könnten. Wir haben auch welche gefragt, was Sie von Ihnen und Ihrer Partei erwarten. Alles klar. Das ist Martin Schirdewan. Das ist der neue Vorsitzende der Linkspartei. Ach du Scheiße. Das ist der neue Mann der Linkspartei. Ja. Gut, dann stell ich mich auf die rechte Seite. Ich würde mir erhoffen, dass er sich für geflüchtete Menschen einsetzt. Ich erwarte von denen eigentlich nichts, weil sie nichts bringen. Die haben ja auch ein paar Teile, die so pro-russisch sind. Jetzt gerade während der Krisenzeit ist halt eine schwierige Angelegenheit. Ne? Egal, ob die Linke jetzt die Waffen liefern will oder nicht. Also ich bin dafür, sie soll noch mehr Waffen kriegen. Aber wie will die Linke das sonst lösen, das Problem? Ich bin auch, gehört auch der Arbeiterklasse an. Also ich habe auch nicht so viel Geld und von daher ihren sozialen Ansatz finde ich okay. Ich weiß nicht, wie die das finanzieren wollen dann. Und das fehlt mir einfach an der linken Partei. Die versprechen viel und es ist gar nichts. Und es ist auch, außerdem ist es, wenn wir mal jetzt genau zurückblicken tun, ist es ja die alte SED. Ne? Kinder, Förderung, sowas in der Richtung. Das ist schön. Das finde ich gut, ja, bei den Linken. Mhm. Die Menschen wollen eine Kümmererpartei und irgendwie hat ihnen die AfD da den Rang abgelaufen. Nein, wir bereiten uns auf einen heißen Herbst der sozialen Proteste vor und natürlich werden alle Mitglieder, wir haben Tausende, die aktiv sind in den Kommunen, in den Kommunalräten, in den Stadträten, dafür sorgen und auch in unseren Geschäftsstellen, dass wir entsprechende Beratung, wenn es zum Beispiel um drohende Energiearmut, um die explodierenden Mietenpreise oder auch um die explodierenden Nahrungsmittelpreise geht, anbieten. Und wir werden diese Rolle auch ausfüllen, der soziale Anwalt der Bevölkerung zu sein, nämlich auch der Anwalt derjenigen, die jetzt am stärksten unter der drohenden sozialen Krise zu leiden haben werden. Sie versuchen jetzt mit Themen durchzudringen, ist ja vollkommen legitim. Trotzdem überschattet gerade eine MeToo-Affäre weiterhin die Linke. Vor wenigen Tagen ist die Vorsitzende aus Rheinland-Pfalz, Melanie Veri-Simz, zurückgetreten, gleich aus der Partei ausgetreten. Sie sagt, dass es verbale sexuelle Beleidigungen gegeben hat und sie sagt auch, dass ihre Co-Vorsitzende Janine Wissler sie gemobbt hat. Es scheint offensichtlich ein strukturelles MeToo-Problem in der Linken zu geben und Sie gehen es irgendwie zu spät an, oder? Ich bedauere den Austritt von Melanie tatsächlich sehr und wir sind als Linke eine Partei, die sich seit ihrem Gründungsprozess in einem feministischen Grundkonsens bewegt. Wir sind eine feministische Partei und wir haben auf diesem Weg auch tatsächlich viel erreicht in der Vergangenheit und wir haben auch Fehler gemacht. Wir haben erreicht, dass zum Beispiel all unsere Listen quotiert sind, dass all unsere Gremien quotiert sind, dass es gleiche Redeanteile, also Diskussionsanteile von Männern und Frauen in unserer Partei gibt. Wir sind eine feministische Partei und wir sind aktiv zum Beispiel, wir sind ja hier in Berlin auch in den Frauenkampfbündnissen unterwegs und hier in Berlin hat auf Betreiben meiner Partei die Landesregierung den 8. März zu einem Feiertag erklärt. Aber das Problem MeToo ist damit ja noch nicht vorbei. Genau, aber wir haben tatsächlich es nicht vermocht, den feministischen Gründungskonsens auch in allen Strukturen umzusetzen. Und da wollte ich gerade hinkommen. Und das ist natürlich auch eine schwierige Diskussion für unsere Partei an dieser Stelle. Aber wir ziehen entsprechende Konsequenzen. Auch da hat der Parteitag beschlossen, dass wir zum Beispiel ein Expertinnengremium berufen, wo Leute, die eventuell von sexuellen Übergriffen betroffen sind, sich hinwenden können und dann eben auch rechtlichen Beistand oder sozialpsychologischen Beistand finden. Wir haben jetzt verbindliche Bildungsprogramme beschlossen für alle Funktionärinnen und Funktionäre. Das war die erste Entscheidung, die der neu gewählte Parteivorstand gefällt hat. Und wir kämpfen darum, dass wir Awareness-Strukturen in allen, auch Kreisverbänden sozusagen, begründen, wo es Ombudspersonen gibt, an die sich Leute wenden können. Wir arbeiten aktiv daran, dass der mit dem Gründungskonsens einhergehende Anspruch, dass wir eine sichere Partei sind für alle, für ein sicherer Ort sind für alle, die mit uns und in der Partei Politik machen wollen, auch Geld, dass wir dem auch gerecht werden können. Scheint ein langer Weg zu werden. Herr Schirdewan, eine Frage habe ich noch zum Thema Corona. Herr Lauterbach und Herr Buschmann haben sich da auf ein Infektionsschutzgesetz geeinigt mit teilweise verwirrenden Vorhaben. Wie zufrieden sind Sie damit?
Ja, klar ist, dass die Gesellschaft sich wappnen muss für weitere eventuelle Wellen, die im Herbst oder im Winter auf uns zukommen. Und ich möchte eigentlich, dass es wieder kostenlose Bürgertests gibt, weil testen, testen, testen war die bisherige Strategie, um auch gegen Corona-Wellen vorzugehen. Das ist außer Kraftgesetz abgeschafft worden, mitten in der Sommerwelle. Fand ich total unverständlich, was die Bundesregierung da gemacht hat. Und natürlich denke ich, dass wir auch darüber nachdenken müssen, wie Sicherheitsvorkehrungen, wie zum Beispiel Masken tragen oder auch Social Distancing, Homeoffice wieder zum Tragen gebracht werden, um Wellen im Griff zu kriegen. Aber wo auch immer noch geliefert werden muss, ist zum Beispiel die Ausstattung von Schulen und Kindergärten mit entsprechenden Luftfiltern, damit einfach die Kinder dort auch sicher sind und nicht die Krankheit dann von dort nach Hause bringen. So, da ist viel zu tun. Und ich finde das, was die beiden Minister da vorgelegt haben, völlig unzureichend an dieser Stelle. Wir müssen uns auch auf weitere Wellen wappnen und die Gesellschaft muss dem entgegensehen, dass auch das eine weitere Herausforderung bleibt.